So, und damit herzlich willkommen zurück zu Raft Teil 6. Und zwar, ja, wir haben gesagt im letzten Video, dass wir hier diesen Teil hier mal ein bisschen ausschmücken werden. Das heißt, wir brauchen erst einmal, bevor ich das Ding mache, werde ich gleich einmal Süßwasser unten holen. Du hast auch schon geliehen. Ich werde mal Süßwasser, dass ich das, die Palme machen wir als erstes. Da oben rein. So, da werden wir uns jetzt mal gleich Süßwasser holen. Ich hätte ja da noch gehen können, ich Vollidiot. Mann, ey. So. Dann gehen wir mal hoch. Hau bloß ab, du Saufi! So, wir brauchen natürlich jetzt wieder unsere große Anbaufläche. Die stellen wir einfach hier mal mitten rein. Das ist geil, weil hier offen ist. Da können wir dann kein Problem. Da können wir dann. Das sind Mangos. Oh, nee, die wollten wir eigentlich nicht, ne? Wir wollten Palmen. Ich glaube, das sind Palmen, ne? Ja, genau. So. Die schmeißen wir mal da neu. Gießen das Ding gleich einmal. Und lassen das jetzt mal so da stehen. So, als allererstes sollten wir vielleicht mal unsere Bude mal ein bisschen ausleuchten. Dass wir hier mal ein bisschen Licht reinkriechen. Hängen wir einfach da oben eine hin. Jawohl, sehr schön. So, hier machen wir eine. Hier. 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 Hier hin. Hier und hier. Wollen wir das Ding mal richtig schön ausleuchten. So, da waren wir. Da vorne hin. Da. Ich glaube, ich brauche gleich wieder ein paar neue. Weil das Ding jetzt wahrscheinlich gleich nicht mehr reichen wird. Oh doch, es reicht. So. 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 Gut, also ausgeleuchtet ist es schon mal. So, jetzt wollen wir mal gucken, was mit den komischen Geräten da ist. Wo wir eventuell hier mal reinstellen könnten. So, als erstes, wir fangen mal oben mit dem Tisch, würde ich sagen. Stuhl. Ich habe mir gerade überlegt, ob man da gleich noch was mitnehmen. Na, kommt, nehmen wir den Kalender auch noch mit. So. Tisch und Stuhl, wo stellen wir denn hin? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, den Tisch stellen wir mal rein. Den Stuhl sollte man vielleicht mal rumdrehen. So, falls irgendwann noch mal ein paar Gäste kommen, werden wir hier gleich. Ich hätte gleich mehr machen sollen. So. Ja, jawohl. Jawohl. So. Gut, das wäre das. Schild. Aha, kann man auch machen. Ist ja geil. So, Empfänger, Antenne. Anker.
Ja, ich glaube, die Antenne, die stelle mal oben drauf, würde ich jetzt mal so dezent sagen. Sammelnetz, Lagerräume. Ja, dann machen wir auch gleich einmal ein paar. Dann nehmen wir mal 10, das dürfte mal reichen. So, jetzt habe ich hier gesehen, die Schmelze, die nehmen wir auch gleich mal mit. Machen wir einmal zwei. So, wir haben jetzt die Kisten. Stellen wir mal hier eine hin. Und hier eine hin. So, der Schmelzofen. Wo stellen wir den Schmelzofen hin? Das ist eine sehr gute Frage. Den stellen wir mal hier. Den drehen wir mal, dass das praktisch nach vorne zeigt. Gut. Blanke setzen. Natürlich. Blanke setzen. Gut. So. Kalender, den sollte man vielleicht irgendwo hin machen, wo hier. Das ist jetzt natürlich scheiße. Wir machen mal. Diese. Ich frage mich bloß, warum zum. Warte mal, bin ja blöd. Die machen wir weg. So. Den Kalender hängen wir jetzt. Hier. Überlebenstage. 7. Ja gut, Überlebenstage kannst du da eigentlich nicht dazu sagen, weil wir haben ja Kreativmodus. Das heißt, wir können ja nicht sterben. So. Sieht die Sache doch schon viel, viel besser aus. So. Vogelnest, wieso Vogelnest? Sammelnetz, Forschungstisch, den wollte man noch. So, den Forschungstisch würde ich sagen, ja, der muss definitiv mal gedreht werden. Den stellen wir einfach mal hier direkt ans Fenster. So. Wir schauen natürlich weiter, was es noch alles Schönes gibt. Was ist das alles für ein Mist? Wimbel. Oh, dann nehmen wir einmal nochmal gucken. Oh, machen wir mal 15. So. Jetzt nehmen wir mal die Antenne. Herstellen. Wimbel. Ah ja, okay. Wir gehen jetzt mal hier nach oben. Oh, mal da einer hin, jede Ecke einer. So. Und hier. Auch noch ein. So. Jetzt kommt die Antenne. Die stellen wir am besten einfach mal hier hin. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, welche denn. Das, was wir jetzt im Moment überhaupt nicht gebrauchen können, wenn wir jetzt mal da oben reinhauen. In unser Lager. Den stellen wir da hin. So, dieser Empfänger nehmen wir mal. Oh, das ist ja ein richtig riesen Ding.
Batterie benötigt. Aha, okay. Batterie? Die habe ich doch irgendwo gerade gesehen, oder? Nein. Nein. Ne, da ist es mit sicher. Da ist die Batterie, genau. Die nehmen wir mal und platzieren die Batterie hier rein. So. E einschalten. Antenne falsche Höhe. Ich verarsche? Okay. Wir holen uns einfach eine neue Antenne. Das ist natürlich wieder die Frage, wo zum Geier war dieses blöde Mistding. Da. Zu nah am Entfernen. Oh, ey. Ihr blöden Sauhammel. Fällt das doch besser? Zu nah an der anderen. Ey, ihr wollt mich wohl verarschen. Ihr Schweine. Hallo? Himmel, Arsch und Wolkebruch, ey. Ich hab gerade eine Idee, vielleicht sollte ich einfach mal darüber auf dem Dach da oben bauen. Vielleicht bringt es das mehr, weil das hat dieselbe Höhe. Das werden wir auch machen. Das heißt, wir brauchen hier mal kurz eine Treppe. Dreh dich, du Luder. Oh! Scheiß die Wand an! Das ist ja mal gar nichts, ne? Das ist ja mal, fucking Bullshit. Boah, Alter, wie komme ich da hoch, ey? Dann machen wir einfach mal... Da. Ah ja, okay, ich brauche wieder diese blöden Stämme. Gehen wir mal nach oben, da ist es einfacher. So, jetzt nehmen wir... So. Jetzt aber... Schwere Geburt. So. Da das hier dann besser dazu passt, wenn wir das mal so machen. Vielleicht machen wir da einen Weg noch nach drüben. Das ist vielleicht gar keine blöde Idee, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. So Art Steg darüber. Jetzt müssen wir da natürlich dann wieder Ding rüber machen, ne? Was ich vielleicht geil fände, wenn sie so eine Art Hängebrücke machen würde, wenn das noch kommen wird, so richtig schöne Hängebrücke. Das wäre doch mal echt eine geile Idee. So. Jetzt stellen wir mal das Gerät da hin. So.
wenn wir schon dabei sind, wenn wir hier jetzt auch gleich. Oh, Moment. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich von da aus hinkomme. Ach, scheiße, Mann, ich gehe am besten Luft, das bringt mir sonst nichts. So. So. Dann werden wir hier natürlich auch. Gleich mal so ein schönes Gerät hier außenrum machen. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir hier auch gleich alles rum. Oh, der war falsch. Wir sind jetzt natürlich gespannt, ob dies mit dem blöden Empfänger da. Zu weit vom Empfänger. Jetzt haben wir, wollt ihr mich verarschen? Ihr verdammten Sauhammel. Ich glaub, mein Schwein pfeift, ey. So, jetzt ist es ein bisschen näher. Was sagst du jetzt dazu? Zu weit vom Entferner entfernt. Sag mal, das gibt's doch gar nicht, oder? Oh, ihr Männer! Himmel, Arsch und Wolkenbruch, ey. Ich glaube, wir sollten, wenn wir schon dabei sind, vielleicht hier noch mal so ein Ding hinbauen. So ein kleines. So. Passt am Luftbomb. Dann bauen wir hier jetzt einfach auch noch mal so ein Hütchen hin. Weil da können wir das nämlich alles hier so schön verbinden. Das machen wir mal so. So. Machen wir da mal eine Tür. Die öffnen. Boah. Ich habe gerade überlegt, ob wir da auch noch eine Tür reinmachen. Ach, warum eigentlich nicht? So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ich muss auf die Uhr gucken. Ja, ich muss gleich schon wieder. So. 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 Den noch mit. Oh nee, den wollte ich eigentlich nicht. Machen wir mal. Ja, warum mache ich das weg? Ich will wieder ein paar Fenster neu machen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken. Eine Insel, eine Insel.
So. Oh, das ist natürlich bitter, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. So, das machen wir jetzt schnell noch. Das heißt, wir müssen die Dinger neu setzen. Dass ich oben dran auch die andere Palette setzen kann. Komm, was soll der Scheiß? Machen wir doch da oben auch gar ein Fenster rein. Was soll der Mist? Sehe ich jetzt mal nicht so eng. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo machen wir hier die Treppe hin, dass wir da hochkommen? Andererseits. Nee, das machen wir erst. Ich weiß, wie wir es machen. Das werden wir dann definitiv im nächsten Video machen. Für dieses Video soll es das jetzt gewesen sein. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Es würde mich richtig freuen. Ja? Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag damit Tschö mit Ö, ciao mit V und grüßt mir die Hühner!